11 plus 6. So, gleich. Sag mal, kannst du mir mal bitte verraten, was du da machst? Ich rechne unsere Bohnenernte aus. Kannst du dich nicht irgendwie mal nützlich machen im Garten? Ich weiß ja nicht wie. Ach, ich wüsste da schon was für dich. So, nun geh mal ein bisschen schneller, nun sieh mal zu hier. Ruckzuck. So, ein Fuß hierhin. Okay. Ein Fuß dahin. Okay. So, und die Arme hoch. So? Ja, genau so. Hä? Und was kommt jetzt? Ja, irgendwo müssen die Bohnen ja wachsen. Und wie lange muss ich jetzt so stehen bleiben? Na, was denkst du denn? Bis zur Bohnenernte natürlich. Ist sie weg? Ich glaube, sie ist einkaufen gegangen. Ich glaube, ich muss mir ganz schnell was einfallen lassen, damit ich heute noch nach Hause darf. Also dieser gestählte Körper ist ja durchaus in der Lage, da hinten mal 3-4 Monate einfach so zu stehen, bis die Bohnen an einen hochranken. Aber mal ganz ehrlich, sehe ich aus wie eine Bohnenstange? Ich habe aber eine gute Alternative gefunden. Ich hoffe, dass Dani damit einverstanden ist. Gucken wir mal. Also hier hinter unserem Gewächshaus wächst die Hecke so hoch und da haben wir schon einige lange Stangen hier. Die muss ich mal rausschneiden. Da kommt nämlich auch mal wieder ein bisschen mehr Licht ans Gewächshaus ran. Besonders die Morgensonne wird da ein bisschen schneller rankommen. Und wie gesagt, die schneide ich jetzt raus, das muss ich mich aber erstmal umziehen und mal ein bisschen Werkzeug holen. Jetzt habe ich mich mit einer Aschschere bewaffnet. Jetzt schneiden wir hier mal ein paar Stangen ab. Schauen wir mal. So, das wäre mal die erste. Da schneide ich jetzt mal die Zweige noch ab. Das ist hier ein Stück von der Buche. Das würde sowieso viel zu groß werden. Also ab dafür, da muss immer mal wieder geschnitten werden. So, ungefähr, oh, das hat die etwas mehr als 2 Meter. Da brauche ich jetzt ganz viele von. So, das ist ja mal eine Menge Holz, ne? Wir bringen jetzt mal alle auf die gleiche Länge und dann werden da hübsche Bohnenstangen. So, jetzt haben die Dinger eine anständige Länge. Jetzt brauche ich nur noch das Beet vorbereiten und dann haben wir bald die Bohnen auch drin. Ich habe echt nicht viel Zeit, ne? Deswegen muss ich hier das schnell mal mit dem Gerät machen, weil Dani kommt bestimmt gleich vom Einkaufen wieder und ich muss bis dahin fertig sein. Ja, Bohnen brauchen ja eigentlich keinen Dünger, haben die hier auch nicht gekriegt in dem Fall, weil Bohnen, das sind Leguminosen. Die sind in der Lage, hier Stickstoff aus der Luft zu binden. Die haben so eine Knöllchen an den Wurzeln und da sitzen wohl Bakterien dran, die das aufschließen können. Also kein extra Dünger, sondern einfach Attacke rein damit und fertig. Pro Stangenbohnensorte stecke ich jetzt 4 so eine Stöcke im Boden, binde die oben zusammen. Auf die Art und Weise kriegen wir auf diesem Stück Beet hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sorten hin.
So, jetzt habe ich hier mal 6 Sorten ausgesucht für unser Stangenbohnenbeet hier. Das ist einmal eine Fagiolo Rampicante, das ist so eine gelbe Bohne. Dann haben wir hier die blauschwedige Speck oder blauhösiger Speck. Blauhösiger Speck heißt das Ding. So, das ist so eine dunkle Sorte. Dann haben wir hier die Monte Cristo, 26 bis 28 cm lange Hülsen, eine grüne. Dann haben wir hier die Limca, das ist so eine Schwertbohne. Und dann haben wir hier noch eine Spaghetti-Stangenbohne, das sind diese ganz langen, irgendwo bei 90 cm. Ich hoffe, dass sie bei uns mal 2 Meter lang werden. So, dann fange ich hier mal mit dieser Fagiolo Rampicante an. Das ist diese gelbe Schwertbohne. So. Schwarze Kerne. Und ab in den Boden damit. Ich mache pro Stange so 4 bis 5 so einen Boden rein. Bohnen sind eigentlich bei uns immer was geworden, gleich von Anfang an, das haben wir eigentlich schon immer hingekriegt. Das sollte kein Problem sein. Im Gegensatz zu unseren Tomaten dieses Jahr, aber da haben wir schon Reserve, das zeige ich euch demnächst mal. Boah, muss ich da rüber. 1. Nochmal 5 Stück. Die stecke ich einfach so mit dem Finger ein bisschen rein hier im Boden. Ein paar Zentimeter. So, die Bohnen sind jetzt soweit drin. Ich habe das noch geschafft, bevor Dani vom Einkaufen wiederkommt. Ich habe noch von jeder Tüte, da ist noch genug drin als Reserve, falls mal was nicht funktioniert hier, dann kann ich das nochmal aussehen. Das ist ja noch ein bisschen Zeit dazu. Ich habe alle beschriftet, hier Spaghetti zum Beispiel oder hier, wie heißt die hier, die Fagiolo Rampicante oder die Limca. Jedes Feld ist einzeln beschriftet, damit man weiß, was wo ist. So, und jetzt, mir ist richtig heiß geworden, das Wetter ist richtig warm. Jetzt ziehe ich mir eine kurze Hose an und warte auf Dani. Mal sehen, was die vom Einkaufen mitbringt. Mensch, das habe ich doch fast vergessen zu gießen. Jetzt muss ich aber wirklich schnell machen. Dani kommt bestimmt gleich. Jetzt aber schnell. Ach, bist du schon wieder da? Ja. Also ich habe mir was überlegt. Den ganzen Sommer so als Bohnenstange hier rumzustehen, fand ich ein bisschen doof. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Ist das in Ordnung? Ja, geht ja vielleicht auch, ne? Okay. Ich habe auch ganz viele verschiedene Sorten. Sind auch alle beschriftet. Naja, das hört sich doch gut an. Ja. Darf ich denn jetzt auch mit nach Hause kommen heute? Aber nur, wenn du den Abwasch machst. Okay. Was gibt's denn zu essen? Bohnen. Ja!